Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zu Spirits of Mystery 1, dunkler Fluch, meine Freunde. Wir sind immer noch hier wieder bei unserem Hausmädchen, weil wir haben ja jetzt bei der Burg, wo unser Geheimgang eigentlich gewesen ist, haben wir ja eine Fee getroffen, die da eingesperrt wurde, beziehungsweise in so ein magisches Netz eingesperrt wurde und wir müssen sie jetzt befreien. Ich würde mal sagen, nichts leichter als das. Aber sagen wir so, wir haben hier auch einen kleinen Fluch, weil gerade eben, wie ich eine ganz kleine Pause gemacht habe, um mir was zum Trinken zu holen und zu knabbern, ist das Spiel einfach abgeschmiert. Wow, dankeschön Windows 10, dass es so gut läuft und so weiter. Wo ist denn hier der Spiegel? Da ist der Spiegel. Da ist die Schere. Da ist die Brille. Da ist die Birne. Da ist die Uhr. Und da ist das Ei. Danke, mein Eulenfreund. Ja, wir machen jetzt hier Wimmelbild auf Wimmelbild auf Wimmelbild, aber das ist auch gut so. Ja, okay. Lebkuchenmann. Salamanderöl. Okay, das ist wahrscheinlich hier drin, oder? Salamanderöl. Okay, das ist es nicht. Wo ist denn hier das Salamander? Ja, okay. Wenn ein Salamander drauf abgebildet ist, wird es wahrscheinlich das Salamanderöl sein. So, und ich habe jetzt ausnahmsweise auch mein Fenster offen. Und ich vertraue einfach mal auf die Gutmütigkeit der Menschen, dass es da draußen nicht wieder irgendwelche Idioten rumlaufen, die meinen, sie müssen sich vor meinem Fenster stellen und sich lauthals beschweren, warum ich Selbstgespräche führe oder ähnliches. Wo ich dann immer schon sage, das geht doch sie nichts an, wenn ich hier mein Zimmer Selbstgespräche führe. Da bin ich schon öfter so Chaoten gehabt. Da ist das Zahnrad. Da ist die Sanduhr. Der Kuchen ist hier. Der Drache ist hier unten abgebildet. Gebäck. Wahrscheinlich das hier. Und Geist habe ich hier unten links gesehen. Jetzt müssen wir doch eigentlich schon alles haben, oder? Ja, okay, der Kessel fehlt irgendwie noch. Und jetzt schade, dass wir hier keine Karte haben. Noch nie war ich meinem gefiederten Freund näher. Die Weisheit in seinen Augen verrät, dass er ein besonderes Geschöpf ist. Die Eule brachte mir einen blauen Stern. Ich habe diese kleine OD aus Neugier gesammelt, aber nun scheint es mir, als hätte sie eine besondere Bedeutung. Ja, eigentlich haben wir alles. Wir brauchen halt, wie gesagt, nur einen Kessel. Aber wo der ist, das wird sich noch rausstellen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass der Kessel, also das, wie wir hier waren, das hier unten am... Oder war das hier unten? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ja, jedenfalls brauchen wir einen Kessel, weil sonst kommen wir hier hin und vor nicht weiter. Aber wahrscheinlich mit der Machete kann ich das hier nehmen. Dann haben wir hier das dritte Drachenhorn schon. Wenn der jetzt lebendig wird, wäre es cool. Okay. Die Statue hat einmal etwas festgehalten. Ich glaube kaum, dass ich das hier so einheften kann. Ist logisch. Aber ich glaube, wir haben aber auch keine Fackel oder irgendetwas, was das hier dienen könnte. Okay, jetzt müssen wir uns halt wieder ein bisschen umschauen.
Weil wir brauchen halt wirklich eindeutig einen Kessel. Weil ich glaube nicht, dass wir in den Kelch hier was purzeln können. Okay. Aber vielleicht. Naja, das, ja, schaut mal. Schere und da ist der Kessel. Nicht, dass wir jetzt den Kessel erstmal mit Wasser füllen müssen. Ja, ich muss den Kessel erstmal füllen. Okay, und jetzt aber. Okay, erstmal das hier. Dann das hier. Dann das hier. Dann das hier. Dann das hier. Dann. Ja, Entschuldigung. Dann das hier und dann das hier. Und sie wird wahrscheinlich, weißt du, wir gehen jetzt so raus und sie, oh, lecker Suppe, oh, Suppe. Finde ich schade, dass wir, ich hoffe mal, dass in den anderen Spirits of Mystery Teilen Schnellreise möglich ist. Das Motorrad hat sich hinter mir zugetan. Es gibt kein Zurück mehr. Ja, okay, dann gut. Once I am free, you should be able to move past here. Thank you, Princess. You are most clever indeed. I'm sure that your mother and father would be most proud of you. But be careful. The Dark Queen will be looking for you to finish what she started all those years ago. Jo. Ich schätze mal, wir nehmen mal die Fackel hier mit. Gehen hier zum Eingang des Schlosses und geben mal den Drachen kurz die Fackel. Dann haben wir eine brennende Fackel. So. Und ich kann mir gut vorstellen, lieber Lufia, dass dich dieses Let's Play dir wirklich den ein oder anderen Flashback gibt. Kann ich mir ganz gut vorstellen bei dir. Okay, hier ist eine Musch, Musch, Musch. Oh, ich bin eine Spinne. Ich muss sie mitsamt dem Netz loswerden. Ja, wow. Okay, da haben wir noch so einen Stern. Schaut schon richtig cool aus, finde ich. Und wir haben ja alle 5 Sterne, haben wir ja schon. Ja, wir haben auch die Sonne. Mein gewiefter Freund wartet schon auf mich. So, jetzt sind wir im Schloss drin. Ich schaue mich natürlich erstmal um hier. Ja, das hat schon bessere Tage gesehen. Okay, mal so aus reiner Neugier. Wieso stopft man ein Olivenölfass in einen Sack? Ja, ich werde jetzt nicht aufdrehen, weil wir haben nichts, womit wir das füllen können. Das wäre Schwachsinn. Ich sehe unten eine Muschel, aber ich komme nicht heran. Ja, wir haben auch nichts gerade, womit wir da rankommen können. Oh, das Brot. Ja, eigentlich müsste dieses Brot lebendig sein und uns anspringen und oder uns anspringen und sich uns anflehen, töte mich, töte mich. Das Content frei eines hochpolierten Soldaten. Den Schlüssel haben wir schon mal. Hier brauchen wir ein Wappen. Etwas fehlt. Das Schwert nimmt sie nicht mit, natürlich. Ja, okay, was wahrscheinlich eine kleine schmächtige Prinzessin ist.
wird er wahrscheinlich auch nicht so riesigen zwei Hände heben können. Ein Bildnis eines hochkurierten Soldaten hängt an der Wand dieser Wachhütte. Kein einfacher Wächter könnte sich ein derart elegantes Porträt leisten. Die Medaille an seiner Brust zeugt von Mut und Ehrenhaftigkeit. Vielleicht bezahlen meine Eltern für dieses Bildnis als Dank für seinen Einsatz im Kampf. Okay, jetzt haben wir einen Schlüssel. Aber zum Aufsperren ist schon mal hier nichts gewesen. Kann aber auch hier weitergehen. Okay, schauen wir uns erstmal wieder um. Da ist noch eine... Was hat das mit diesem Musch-Musch-Musch aus sich? Das wird doch wieder bestimmt irgendein Rätsel. Der Kutsche sagt sie nichts. Das Schloss ist verrostet. Ja, wir brauchen ja auch irgendeinen Behälter, um das Öl zu transportieren. Der alte Soldat im Bernstein eingeschlossen. Ich muss ihn befreien. Das ist wahrscheinlich auch der in der Wachhütte. Aber wie soll man das Öl denn transportieren, bitte? Ja, jetzt läuft es die ganze Zeit und irgendwann ist es fast leer. Ich meine jetzt hier, man hätte ja auch den Humpen hier mitnehmen können, aber nein. Ja, dass das Wappen wir brauchen, ist klar. Hier, da haben wir die Ölkanne. Ja, das Öl gerade noch so ausgereicht. Mhm. Nein, so weit zurück wollte ich nicht, danke. So, und da mal ein Wimmelbild in dem Häuslein. Schwarze Katze vor allem. Katze und Messer müssen wir hier irgendwie noch freilegen, glaube ich. Glaube ich. Weil die Katze ist weiß und wir brauchen die in schwarz. Nur die Frage, wie kriege ich die schwarz? Ah, hier. Wow. Okay, ich sag's ja, schon wieder ein Kerzenhalter. Wo haben wir denn hier einen Kerzenhalter? Wo haben wir denn hier einen Kerzenhalter? Ich sehe die leider gerade nicht. Doch da. Dann ein Handschuh. Ja, Panzerhandschuh jetzt auch dann. Feld, was? Feldflasche. Okay, Feldflasche. Die ist hier. Eine Armbrust, die habe ich auch gerade gesehen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Hier. Dann eine Sherry, Sherry Lady. So, jetzt habe ich den Witz mal wieder gebracht. Da oben. Ein Messer. Kennt das noch jemand? 7 Messer in den Rücken. Spinnen in den Haar. Kennt das jemand noch? Einfach mal in die Kommentare schreiben, wer es noch kennt. Wo ist denn hier ein Messer? Ernsthaft? Ist das... Oha, aber ein ganz schön altes Messer. Und Schuh. Schuh des Manitou. Dann der Mond.
Weißt du, ich seh diesen Gegenstand ganz kurz und dann verliere ich ihn wieder aus den Augen. Der Wahnsinn. Da. Mond. Da war ein Hirschkäfer. Eine Puppe. Nee, du bist keine Puppe. Du bist eine Puppe. Ey, Püppchen. Fisch. Okay, jetzt haben wir ein Messer bekommen, aber wofür? Braucht mir irgendwas zum Schneiden? Wahrscheinlich dafür, oder? Okay, da haben wir eine Musch. Da haben wir das Wappen. Ich wollte schon sagen, warum hat eine Meerjungfrau einen Ritterhelm auf? Das wäre schon ziemlich merkwürdig. Aber nicht untypisch für Wimmelbildspiele. Ja, okay, hier fehlt ein Zahnrad. Was sonst kann ich hier nichts machen. Okay, dann nochmal zurück. Da rein. Dann dahin. Jetzt? Ah, und da ist seine Medaille. Die hat er da wahrscheinlich sehr gut versteckt. So, jetzt werden wir ihn wahrscheinlich wach machen können. Ich verrenne mich hier noch 100 Mal. Das gebe ich euch Brief und Siegel drauf. You must be the princess. The resemblance is uncanny. Thank you very much for saving me, your highness. The years spent encased in the amber were just dreadful. Please, you must save all the poor souls that the Dark Queen has cursed, Your Highness. With you, there is yet hope that our kingdom will return to the way it once was. Okay, er ist auf jeden Fall schon mal... Er ist schon mal auf jeden Fall safe. Schon von Tordina, auf dem Gesicht hat er sich vielleicht schlafen erworben. Wahrscheinlich hat er sich... Den Ausspann auf seiner Brust. Dies muss das königliche Wappen sein. Mein Wappen, der Drache und die Eule sind mir vertraut. Das Buch und das Schwert zeugen davon, dass meine Eltern Bildung schätzten. Jemand hat grobe Pfeile auf ein sonst sehr altedles Wappen gezeichnet. Könnte das ein Hinweis sein? Ja, war ein Hinweis. Uff, okay. Ach, hier kommen die Muschmuschmus hin. Fehlen uns aber noch zwei. Jemand muss diese skriptische Zeichnungen absichtlich hinterlassen haben. Ja, dann nimm's mal mit. Okay, was fehlt hier? In dieser Schild fehlt eine Perle. Ja, die haben wir noch nicht. Und prompt ist das hier wieder ein Wimmelbild. Aber bevor wir das machen, meine Lieben, ich sehe nicht, wieso, dass die Folge zu Ende ist. Aber ich möchte das Zahnrad hier noch einfügen. Wenn ich diese Muschel noch kriege. Die andere, kann ich den einmal mitnehmen? Nö, natürlich nicht. So, na egal. Jedenfalls, Freunde, wir stehen uns jetzt mal dahin. Und dann sage ich an dieser Stelle mal wieder vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wenn ihr das als Hörbuch nimmt oder als Let's Play wahrnimmt. Und über jedes Feedback, über jeden Kommentar freue ich mich und bedanke ich mich jetzt schon mal, wenn welche da sind oder da sein sollten oder erscheinen sollten jemals.
Natürlich könnt ihr mich natürlich auch unterstützen über ein Abo und natürlich über die Glocke zu aktivieren. Das ist auch eine Unterstützung. Und natürlich wäre es natürlich auch ganz Bombe von euch, wenn ihr dieses Video, beziehungsweise dieses Let's Play, beziehungsweise diesen Kanal auch auf Facebook, Discord, Twitter, Reddit, Telegram und an sonstigen Plattformen teilt. Das wäre wunderprächtig. Dann sage ich mal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.